Herzlich willkommen zum Aktiv-Radfahren Megatest 2012. Im Bereich der City-Räder dabei das Pegasus Solero Alu Light, ein Rad, das seit vielen Jahren im Programm ist und viele Optimierungen erfährt. Tiefer Einstieg, angenehme Sitzposition. Schauen wir mal, wie das Rad sich im Test bewährt. Das seit Jahren gebaute Erfolgsmodell Pegasus Solero erfährt Saison für Saison Optimierungen. Diese werden besonders deutlich bei der 2012er Variante, die in hübscher Damenversion im weißen Lackkleid vor uns steht. Edle SKS-Schutzbleche mit Spoilern als Spritzschutz, LED-Lichtanlage mit Nabendynamo sowie Standlicht auch vorne an der Front für beste Sichtbarkeit sowie eine 8-Gang-Nabenschaltung sprechen für ein 1A-Paket. Die Federgabel, eine Federschütze sowie der ergonomisch ausgeformte Lenker mit angenehmen Flossengriffen und der Gelsattel garantieren hohen Komfort. Für dreifache Sicherheit gibt es eine Rücktritt- sowie zwei Felgenbremsen. Der Träger mit Federklappe und Taschenanlage für Packtaschen erlaubt den Transport von Einkäufen und Tourengepäck. Das Solero eignet sich so auch für Ausflüge und Kurztouren. Unser Fahreindruck. Das Solero gefällt trotz angenehm tiefen Einstieg mit Rahmenstabilität, was sich auch in den sehr guten Fahreigenschaften äußert. Lässig geradeaus, fein zirkelnd in Kurven. Auch hohes Tempo läuft das Pegasus souverän. Erstklassig, die Funktion der Bremsen, das gilt auch für die Rücktrittbremse. Die Sitzposition, perfekt. Schalten, Sitzen, Lenken und sogar Bremsen machen hier richtig viel Spaß. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Fazit, das beste Solero aller Zeiten. Ein sehr schönes Stadt-, aber auch durchaus interessantes Tourenrad für Genießer. Wir vergeben die Note sehr gut und den Tipp Preis-Leistung.